Okay. Leute, was machen wir? Wo waren wir? Wo waren wir? Ich bin verwirrt. Was wollte ich machen? Okay, warte mal. Was wollte ich machen? Hier, das ist ein guter Anfangsding. Nee, V. Kühlbox und Palte. Genau, wir hatten das Palpal hatten wir. Okay. Okay, warte, Steuerung. Das ist so lange her, dass ihr das gespielt habt. So, Melpacker. Lass mich mal reiten. Obwohl, falsch. Lass mich nicht reiten. Oh, kann ich reitend die Schnellreise begehen? Oh, wartet. Noch mehr. Sphären habe ich. Das geht schon. Ich würde gern einmal jetzt gucken. Ich würde gern jetzt einmal gucken, was ich jetzt Neues habe, dadurch, dass wir das Ding be besiegt haben. Warte, hier, ne? Oder wir gehen einfach gleich zu dem nächsten Ding. Wir können ja mal testen. Wir müssen es ja nicht schaffen. Komm mal her. Schnurzel, komm mal her. Eisvogel, wir gucken mal. Ist das jetzt, weil es zu hoch ist? Aber ey, wir sind ja höher. Wir sind alle höher. Wir gucken mal. Dann, ja. Oh Gott. Also, herzlich willkommen zu Dark Souls, ja? Also, herzlich willkommen. Wir sind jetzt, also, wir fangen jetzt an. Also, Boss zu besiegen. Aui! Nein! Nein, noch nein, noch nicht jetzt! Oh, verdammte Kacke. Töte den mal. Kann ich die einfach fangen? Nein, okay. Nicht einfach zumindest. Also, das wird, glaube ich, nichts. Aui! Komm mal her jetzt. Ich muss ihn mal kurz verprügeln. Das war vielleicht nicht die beste Idee. Also vielleicht machen wir das noch nicht. Vielleicht, also. Vielleicht. Windhauch. Ich kann da einfach hin. Warte mal, da waren wir ja noch. Das habe ich ja gar nicht. Das habe ich voll ignoriert. Okay, wartet mal. Wir müssen natürlich jetzt erstmal kurz schnell reisen und die Sachen holen. Eiskalt erwischt, aber richtig. Oh nein, jetzt ist mein Dinosaur wieder kaputt. Oh, komm mal her, bitte. Das hier hochzukommen ist echt ätzend. Gut, mit dir geht's auch nicht viel besser. Der Eisvogel. Ich finde den noch nicht so gut. Hallo? Muss ich absteigen dafür? Warte mal. Melpacker, geh mal weg da. X. Sehr gut. Dann gucken wir mal. Niederlage gleich nackt machen, ja. Das machen die immer, damit sie Macht demonstrieren können. Wisst ihr? Das macht man so. Da, wo die herkommen. Hier ist halt echt leer. Gehen wir mal lieber. Lass mich mal reisen. Hey, jetzt sind die weg. Viel Erfolg, Alicia. Viel Spaß. Stimmt, wir wollen immer gucken, ne? Die Nossum, du musst auf jeden Fall erstmal entspannen hier. Was nehme ich denn mit?
Liv Moon kann halt alles, aber da habe ich schon drin, sehr gut. Mhm. Oh, die Sweeties sind so süß. Ich werde. Ich nehme jetzt Sweet mit. Ja. Oh, was? Ich will ein neues Sweet. Mop, mop, mop. Was? Mop, mop, mop? Ja, guck mal hier. Okay. Okay, komm, das ist das Süßeste. du kriegst eine gegrillte Beere. Oh Gott, wie ist auch so seitlich so. Oh Gott. Okay, Essen. Was wäre denn sowas Sinnvolles, was wir machen sollten? Hm. Vielleicht echt kurz das Lager ein bisschen. Also schöner machen vor allem. Hier, wir haben hier halt nichts. Kann man... Das ist meine Frage. Kann man... Ja, eine Treppe, sehr gut. Oh, aha, aha. Was ist, wenn ich hier eine Treppe überlappt? Mit wem denn? Hier geht's doch auch. Ach so, mit der Werkbank wahrscheinlich. Kann ich die umbauen? Ich kann die nur abbauen, richtig? Weiß jemand, ob ich beim Rückbaumodus alles zurückkriege? Ich weiß nur die Primitive, meine Güte. Ja, die kostet nur 2. Alles gut, kriegt man alles. Das heißt... C... Ja, Reparaturbank war auch die vom Anfang. Alles gut. Ich lasse jetzt aber mal ein bisschen mehr Platz. Kann man hier jemanden... Ich komme mal mit in die heiße Quelle, ja? Mir ist kalt. Okay, mir bringt die nichts. Schade. Okay, kann ich jetzt... Oh. Okay, mir reicht's. Du kleines Ding. Du kleines Ding. Du gehst jetzt auch mal weg. Du gehst mir so auf den Senkel. Mit deiner Anwesenheit. Okay, mit was überlappt es jetzt? Mit gar nichts. Warte. Oh. Das ist doch viel schöner so. Vielleicht hat es mit mir überlappt. Was? Ah, sehr gut gemacht, danke. Das finde ich tatsächlich schon viel besser. Was wäre, wenn ich... Kann ich das... Nee, hier nicht. Gut. Aber das ist in Ordnung, weil das wollte ich eh nicht. Das Problem ist nur, ich wollte was anderes machen. Nee, nicht Dach. Ich wollte hier noch ein Fundament hinbauen. Was für Kälte. Ja, das ist jetzt natürlich blöd. Aber ich wollte hier gucken... Na ja. Nun ja, wenn er meint. Ich würde einmal vielleicht hier so provisorisch 2 Betten machen, weil wir haben halt ein paar große Palpals.
Der Boden ist nicht so wichtig, weil ich noch nicht weiß, ob ich das so lasse. Ich will hier oben was bauen. Und da wollte ich unten noch nicht alles rausreißen. Weil ich nicht weiß, wie das mag, wenn ich kein Dach habe. Mit meinem Bett und so. Ich dachte, wir könnten hier vielleicht einen zweiten Stock machen. Ich gehe jetzt mal schlafen. Das ist mir zu blöd mit dem Kalt. Riecht vor der Arbeit scheinbar. Das ist so cute, dass er schlafen, wo es will. Also wenn wir ihm alles durchgehen lässt. Hier ist eine Lücke. Das ist die gute deutsche Maßanfertigung. Maßarbeit meine ich. Aber es ist alles ein bisschen... Wir müssten schon ein bisschen weiter, also expandieren, würde ich sagen, oder? Also nach hinten auf jeden Fall. Nach vorne ist halt schwierig, da muss ich alles immer... Und das Ding ist auch im Weg. Was mache ich damit? Was mache ich hiermit? Ich weiß nicht, was ich hiermit mache. Ich mache es mal weg, weil es mir im Weg ist. Ich hätte es woanders hin platzieren sollen. Ich platziere es. Erstmal so. Ey, die sind alle nur im Weg. Die ganze Zeit nur im Weg. Nach drei Massen. Nö, ich will das nicht als Geräte. Was meine Überlegung war, dass ich also entweder hier mein Bett hinmache und dafür unten das ein bisschen weiter aufmache, weil hier passen, also hier kommen die ganze Zeit die großen Pokémon, Pelz nicht rein. Oh nein, die sind falsch. Egal. Ich muss hier mal ein bisschen Ordnung machen. Steffi Tade, ja, ja. So. Dann haben wir das jetzt. Ich mache erstmal hier besser. Vielleicht Anzahl möglicher Lager. Ja, zweites Lager wäre gut, glaube ich. Einfach so ein Mini-Lager noch. Baue Kühlbox, baue Pels Bärenwerkbank. Genau. Genau, genau. Habe ich die schon freigeschaltet gehabt? Ja, ne? Ja. Da habe ich auch die Megasphäre. Genau, genau. Kühl. Ist der Eiskühler die Kühlbox? Nee, da. Metallbarren, Stein, Eisdrüse. Ja, gar kein Problem. Leute, wir brauchen Metallbarren. Ja, bitte strengt euch an. Danke. Vielleicht haben wir auch Kühlbarren. So. Wie viel brauche ich? Ich will antike Bauteile. Eine Kühlbox, neben's Feuer. Ich pack die provisorisch erstmal hier hin. Das ist ein schönes, kühles Örtchen. Mal gucken, ob das funktioniert. Notfalls kann ich es hier umplatzieren. Es verprügelt die böse Treppe. Sehr gut. Das heißt, wenn ich das da... Ist das jetzt hochgegangen? Ja. Der ist ja fast leer. Ich behalte Pilze und Beeren und das Brot. Gut. Ist bestimmt mal runtergefallen. Verstehe ich.
Hallo, My Life Season 3, Episode 2. Hallihallo. Dann, ist das? Bärensamen, danke. Dann soll ich... hier. 5 Nägel brauche ich noch. War das hier? Nein. Obwohl doch. War es. Es war nur rot, ne? Ja. Ich brauche mehr Metall, Leute. Eisenbarren. Eisen. Eisen. Was ist das? Das ist Stein. War das nicht mal Eisen? War es das nicht mal? So. Okay. Erd, einmal. Sehr gut. Aber hier war doch so ein riesen... Also Erzberg, nicht Eisberg. Erzberg. Ist das doch Erz? Sieht so anders aus. Hm. Nee, ist auch Stein. Gut. Ich habe ja 4 Metallbarren. Dann geht das schon. Wir warten einfach, bis der respawnt. Nägels. Mal so viel wie geht. Was hier mit, das weiß ich immer noch nicht. Naja. Hatte ich nicht. Also 10, 10, 8, 10, 6, 10. Ich mach das allein. Mann, ich kann euch nicht verprügeln. Oh, warte mal. Oh, verdammt. Da werden ja alle wieder aggressiv. Komm schon. Ich dachte, wenn ich mein Sweet da hin tue, das tötet es wenigstens nicht gleich. So, jetzt aber. Hallo, du. Hä, du Kackbratze? Du Kackkatze. Einmal angreifen. Nicht mich. Jetzt geht's so, oder? 64% Abwehr. Ja, es also ist typisch Diva, ne? Metallbahn. Und klar, danke, danke. Und da ist Metall zum Beispiel. Wie viel brauche ich jetzt noch? 2. Ja, ich bin zu stark für die Level 1, das stimmt. Ich glaube, war der Level 16 oder so? Mit Level 16 die Level 1 zu mobben, ist klar. Also ich glaube, es ist Mobbing. Ich glaube, das wäre nur Mobbing. Ich glaube, anders könnte man das nicht bezeichnen. Ich muss gar nicht sagen, ja, tut mir leid. Mit der Faust verprügeln. Nee, das ist so anstrengend. Nicht Waffenbruch, och Mann. Och, komm schon. Ah. Okay. Was ist das? Leder, danke. Okay. Yeah.
Oh Gott. Das, warum machst du denn da eine Salve draus? Bei Level 3 bin ich mir nicht sicher, aber ich gehe mal keine Risiken ein. Hä? Okay. Ich darf es nicht abbrechen. Wenn es weg ist und im Flug schießt, dann zählt es nicht mehr als Schaden. Komm. 6 von 6 packt. Ja, klar. Ah. Sehr gut. Jetzt muss ich mein Ding reparieren. Oh, seht ihr, wie dieses gute Arbeitslager einfach funktioniert? Ist das nicht wundervoll? Ha. Ach, schön. Wer bist du? Oh. Ich tue es mal. So, bitte. Genau, Waffe reparieren wollte ich. Waffe reparieren. Nee, falsch. Hier. Reparieren. Es hat aber jetzt doch einiges an Holz und Stein gebracht. Da wir, also die haben einiges geschafft in der Zeit, wo wir nicht da waren. Ist nicht viel, aber für Normalverbrauch reicht es meistens. Ich weiß nicht, ob es fürs Bauen jetzt reichen würde. Was mache ich fürs Erste? Ah, ich weiß nicht. Was? Nein. Nein. Ich will mal mit Rechtsklick abbrechen, aber das funktioniert meist nicht sonderlich. Ich baue das weg. Abonnieren ist auch blöd. Warte mal. Jetzt mach mal. Ich will die hier haben. Oder geht das nicht wegen... Oh. Okay, wir versuchen es nochmal. Ich hätte die halt echt gern da oben dran. Aber irgendwie will das nicht. Nicht außen. Hilfe. Ah, jetzt okay. Ich glaube, wir müssen das so machen. Wobei kann ich... Also, das da, das Holzdach, ne? Wenn ich das da dran baue... Doch, das geht. Ist ein bisschen clunky mit der Kamera, wenn man nach oben läuft, aber gut. Weil eigentlich wollte ich es in die Richtung, aber wenn man da... Also, wenn das Ende wäre, dann muss man immer so irgendwie so komisch laufen, wisst ihr? Ich glaube, so ist besser. Ja. Ja, das geht schon. Dann machen wir... Mach jetzt Fenster. Dreieckige Holzwand. Ja, wir machen Dachschräge. Ich hasse Dachschrägen. Wir machen eine Dachschräge. Also, ich habe noch nicht ganz, glaube ich, verstanden, wie das funktioniert. Ich versuche mal, ja? Ich versuche mal, ob ich ein normales Dach hinbekomme. Ihr wisst, ich finde, also Flachdach ist mein Lifestyle und so, wisst ihr? Wie macht man das jetzt? Okay. Wenn ich eine Holzwand hier hinbaue, geht's dann? Okay. Warte. Ich baue einfach... Kann ich das jetzt da dran bauen oder brauche ich die wieder? Ich baue mal die Holzwand hier durch. Dächer sind voll schräg. Dächer sind absolut schräg.
Vor allem zu bauen. Kackdinger. Komische Erfindung, wirklich. Kann ich hier einfach offen lassen? Ist doch schön hier. Okay. Okay, okay, okay. Ja. Warte, wir müssen von... Okay. Und wenn ich das jetzt abreiße... Hä? Warum habe ich das Dach abgerissen? Verdammt. Warte, kann ich es einfach da dran bauen? Was? Hä? Der Deckel ist offen, ich weiß nicht. Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, es lässt auf jeden Fall Licht rein. Ich würde vielleicht das nochmal... Das geht jetzt natürlich nicht mehr, gut. Das müssen wir wieder so machen. Und dann sollte ich aufpassen, was ich entferne. Wieso geht das jetzt nicht? Oh. So, jetzt aber. Und? Kommt es süß, oder? Ich meine, niedlich, klein, schnubbelig, bubbelig, aber süß, oder? Das ist ein guter Lagerschuppen. So, jetzt können wir das auch abreißen. Oh, verdammt. Ich lasse es da stehen und dann reiße ich es ab. Wenn wir das fertig haben. Genau. Hutzelig. Ja, ne? Das ist halt das rustikale Holzfällerhütchen. Wenn wir dann das nächste Lager machen, wird viel größer. Wird viel besser. Hier. Oh, warte, die Nägel müssten doch jetzt fertig sein, oder? Ja. Das heißt... Ist es jetzt baubar? Es ist baubar. Vielleicht sollte ich unten, obwohl... Ich brauche für die irgendwie einen besseren Platz, aber... Wieder auf dem Berg. Ja, ja. Hallo, Fieselchen. Okay. Da braucht man jetzt mal einen Metallbarren dazu. Ist aber teuer. Tut das teuer, sage ich dir. Ich mach so. Aber wo kannst du überhaupt Handwerk? Kannst du Handwerk? Kannst du nicht Handwerk? Kannst du Handwerk? Ja, hilf mal. So. Die anderen sollen ihre Arbeit machen. Dinosaur schon wieder. Hä, aber es hat doch gerade gearbeitet. Hä? Okay. Fürs Erste. Das ist halt ein bisschen nervig, aber gut. Hier kommt man auch raus. Hier hat man eine schöne Terrasse in... Ist schon Abend. Wahrscheinlich westliche Richtung. Was schön ist, weil da kriegt man die Spätsonne ab. Die ist schön warm, aber nicht heiß. Die ist schön hutzelig. Oh. Erhalten. Wow. Ey Leute, ihr kommt einfach nicht zum Essen, kann es sein? Hier kann mal jemand... machen wieder Essen und dann darf Fuxi alles machen. Ach, komm schon. Das macht's immer.
Es macht das wirklich immer. Terrasse mit Klasse, das finde ich schön. Ja, ja. Rezept wählen und Max. Schön. Schön hast du gearbeitet. Und jetzt darfst du noch eine Megasphäre machen. Einfach weil wir es können. Da, Metalls respawned. Och, Gott sei Dank. Aber erstmal, lass mich halt hier wirklich. Dabei hat es nur ein bisschen Feuer gespuckt. Keine Pause eingeplant. Das machen die schon selbst. Siehst du, dieser Perl legt dein Päuschen ein. Also. Ich muss da nichts planen. Die nehmen sich schon, was sie wollen. Hallo, McDoubleD. So. Das bauen wir ab. Dann müssen wir wieder Metallbarren machen. Und dann. Wie kriegen wir denn. Also, wie kommen wir denn zu den anderen Ortschaften? That's the question. Als ich tot war, konnte ich das. Aber keine Ahnung. Jonathan, du kannst deine Perlbox verbessern. Sehr gut. Immer im Tagebuch, wie groß ich von dir. So bin ich. So, noch das hier. Ich glaube, dann ist weg. Und dann können wir auch wieder schlafen gehen. Weil es ja schon wieder spät. So ein Ernstding bringt echt wenig. Re-beenden-Button. Also, wenn du auf Game Pass spielst, scheinbar nicht. Wenn du auf Steam spielst, dann schon. Okay. 20 Stück, sehr gut. Okay, man muss halt durchzocken. Ja. Bis es abschmiert oder es beendet ist. Finde ich sinnvoll. Okay. Kann ich hier von der Schnell. Wieso kann ich da nicht. Okay, wir machen mal kurz. Ach ne, ich wollte ja schlafen. Ah! Okay, also. Du, Sweet Sweet. Du bist süß, süß. Oh. Du bist süß, süß. Die Nosson. Das ist meins. Das nehme ich mit. Oh, Kativa, meine Güte. Wer will denn Kativa im Team? Aber Sparkly will ich auch nicht. Ich nehme es mit. Was bleibt mir anders übrig? Oh Gott, ist das süß, wenn du. Oh Gott. zumindest meinte Veritas das. Also, ich habe keine Ahnung. Ausgehungert, oh. Das ist wie im echten Leben. Ich fühle mich auch immer ausgehungert. Ich bin ja fast tot gewesen davon. Hups. Chat, sag doch mal was. Ich habe meinen Hunger vergessen. Oh Gott, das ist das Süßeste. Wir nennen es Burma, weil es eine Katze ist. Ich benenne nur Special-Dinger, ja? Was haben wir noch für Special-Dinger?
Ich mache nicht so viele Special-Dinger, ne? Ich bin noch nicht so sicher. Mit dem ganzen Zucker in dem Hasenknoten. Nee. Ich glaube, ich würde auch echt mal... Wann kriege ich das Schredder-Ding? Wo war das? Ich brauche ein Schredder-Ding. Wo ist die Presse? Aufsichtskanzel. Von ihr aus kannst du Pearls im Lager Aufgaben zuweisen. Wir sollten das Ganze, glaube ich, mal durchgehen, hä? Weizenmehl zu malen. Wir haben noch nicht mal das Weizenfeld. Das würde ich gerne mal bauen. Also die Aufsichtskanzel, ja? Die Aufsichtskanzel kommt nach oben. Nicht das Fleischermesser. Genau das Messer war es, was ich suche. Richtig, danke. Arbeiten schon. Brutale. Oh. Ja gut, das ist jetzt nicht so wichtig. Meine Güte. Schön, dass ich es gebaut habe. So, was haben wir denn noch? Alarmglocke, Reparaturset. Ich baue mal ein Reparaturset. Läuft ein Perl durch, wird er festgesetzt. Nur für kleine Perls und Menschen. Ein Feuerbogen. Nee, brauche ich nicht. Schild, Giftpfeil, Giftbogen, arktische Tracht. Kleines Fangeisen. Ich muss auch echt viele Perls fangen hier. Fleischerbeil. Ich meine, also man muss es ja nicht nutzen. Oh, Metallsachen könnte ich auch mal freischalten. Metallschwer benutze ich eh nicht. Mühle. Genau, aus der Perlensafter. Holzschutzhand, Efeu-Set. Deko brauche ich gerade noch nicht. Kochtopf. Na, let's go. Feuerheizung. Heiz dein Lager und schütz vor Kälte. Nehme ich auch mal mit. Kaminset. Eine Panzerfaust. Ja, also, tu also. Okay. Okay, die Frage ist jetzt. Also wenn ich hier jetzt so einen Metallbarren brauche ich noch. Okay. Wenn ich jetzt so einen Schlachtbeil nehme, ne? Müssen die dann draußen sein? Oder nicht? Hier hätte ich gerne das Beil und hier wahrscheinlich Metallaxt, Metallspitzhacke erstmal. Arbeite mal. Aber hier. Das ist mein Chef im Büro so versteckt. Normal, oder? Teilspitzhacke. Dürfen ihre eigene Mordwaffe basteln? Naja, sagen wir so, das ist ein Arbeiter, den töte ich ja nicht. Es geht nur um diese komischen... Ich brauche das nur für die Sachen, die nutzlos sind oder die wir 20 Mal haben. Und oder. Ja, aber gut. Arbeite mal weiter hier. Dann geht's schneller. Okay, also. Das Schlachtermesser, ne? Muss ich das in meinem Team machen? Oder mache ich es ins Lager?
Okay, ich nehme die Nossom raus und dann gucken wir mal. So, wenn ich jetzt mein Schlachtbeil habe, ja? Hey, warte doch mal. Das funktioniert nicht. Oh, ich brenne. Upsi. Wenn ich jetzt ihn mit ihm austausche. Hey! Ach so, nee, warte, das war ja beschrieben. Warte, das ist ja gar kein Problem. Hey, du! Hä? Ich dachte, streicheln. Ich dachte, wenn ich das Schlachtermesser habe, dann... Streicheln zu schlachten. Muss ich's doch... Ah, ich muss sie... Oh! Hallo DFB-Fan. Ja, ja, wir suchen noch weitere, also Angestellte, die wir sehr gut behandeln. Sehr gut behandeln wir die. Sehr gut behandeln wir die. Ja, ja, also wir kriegen, glaube ich, auch einen also Preis für unser Unternehmen, weil wir so also vorzüglich damit umgehen. Aber ich finde gut, dass das also, weil das ist schon unmenschlich. Nein, wie sind die noch? Glaubt ihr, das ist, es gibt ein Karma-System? Ich weiß nicht. Es fühlt sich falsch an. Es fühlt sich ein bisschen falsch an, wenn ich ganz ehrlich bin. Nee? Nie streicheln. Schlachten! Nein, das ist Rolli. Nee, Rolli kann ich nicht schlachten. Also tut mir leid, aber also es gibt also Grenzen. Ich habe aber auch Borg geschlachtet. Eigentlich gleiches Recht für alle, aber du, ne? Wir brauchen ja noch eins da. Ich meine, das ist unser Arbeiter, das ist Rolli. Melpaka. Ich meine, wir haben Melpaka. Kann das irgendwas? Das kann gar nichts, das wird auch geschlachtet. Ich meine, wir haben zwei Kativas. Ich glaube, wir brauchen nicht noch eins. Irgendeinen Borg brauchen wir aber noch. Aber die sind alle kacke. Alle kacke. Hm. Also eine Runde Schlachten tun wir noch. Aber nur eine, ja? Stell dir mal vor, du streichst dein Pferd, statt ihn zu schlachten. Oh mein Gott. Nee, sowas stelle ich mir nicht vor. Also sowas, das ja... Nee. Oder, also Chefbüro. So. Hä, wieso streicheln meine ich? Also, hä? das, die Pixelbalken haben nicht ganz gereicht. Tick-Piki schlachten. So! Ja, guck nicht so doof, sonst bist du auch dran. Die Frage ist nur, wie weit soll ich das noch weitermachen? Wir haben echt noch viele. Aber ich brauche ein bisschen Platz. Es ist so unübersichtlich hier alles, wisst ihr?
Wir haben zwei Pingus, die können alle weg. Alle weg. Also Hübschi wird nicht geschlachtet. Hat halt immerhin 77er Arbeitstempo, ne? Ich muss ja wirklich mal gucken, wo wir bleiben. Wir haben hier nur unwillige Arbeiter. 35! Weiter damit auf. Das wäre schön, so eine Schlachtbank bauen. Ich glaube, wir sind noch nicht so weit. Willkommen zurück, Tammy. Ja, also es gibt Huhn und Lamm. Das Problem ist, sie geben mir ja gar nichts. Nicht streicheln. Immer dieses Streicheln dazwischen. Wer bin ich denn?